Es hämmert immer noch an meine Wohnungstür. Hände, geballte Hände, Fäuste, das sind Toms Fäuste. Und in meinem Badezimmer, da wäscht sich gerade ein Fremder das Blut aus dem Gesicht. Ein Syrer. Ich wohne erst seit 2 Tagen hier. Ich habe die Wohnung und Flocke übernommen. Das ist der Hund von Luise. War der Hund von Luise. Thomas Ott Albrecht, der Intendant des Jungen Staatstheaters Parchim, ist auch der Regisseur der Inszenierung Heimatkleid, die am 25. Mai in der Kulturmühle Premiere hat. Zur Kommunal- und Europawahl sind es dann noch 2 Wochen. Ob gewollt oder nicht, eine gute Zeit, brisante politische Themen jugendgerecht anzusprechen und zum Mitdenken anzuregen. Ja, dieser Text von Kirsten Fuchs hat es in sich, weil er das Thema Rechtsradikalismus von vielen Seiten beleuchtet und sich nicht klar positioniert. Sie hatte schon mit 16 ihren eigenen Kanal, Fashion-Opfer. Und obwohl der Kanal schon immer erfolgreich war, da will sie natürlich noch mehr Views und mehr Likes und mehr Klicks und mehr Abos und mehr. Ein bisschen so wie die Geschichte vom Fischer und seiner Frucht. Kirsten Fuchs ist die preisgekrönte Autorin. Schauspielerin Lena Blaut steht 45 Minuten auf der Bühne im Heimatkleid und trägt die Geschichte allein. Nur wenige audiovisuelle Einspieler helfen ihr dabei. Eine Herausforderung für die Darstellerin oder eher ein Vergnügen? Es ist Vergnügen, dass es nicht viel Schnickschnack hat, sondern dass es sehr pur ist. Also ich finde, der Text ist ein wahnsinnig guter Text, der sehr, sehr viel Spaß macht und an dem man natürlich aufmerksam dranbleiben muss. Aber wenn man das ist, dann gewinnt man auch viel, glaube ich. Raus ist immer nicht hier und raus sollen immer die anderen. Und man selber ist nie die anderen, weil ja immer die anderen sind. Und jetzt mal ganz ehrlich, also wenn wirklich die raus sollen, die am meisten Probleme machen und uns am meisten Geld kosten, ja, dann müssen die Männer raus. Also alle Männer raus! Claire übernimmt die Wohnung ihrer Schwester und auch deren Rolle als Mode-Influencerin. Heimatkleid heißt das Label, das sie heute vorstellt. Aber mitten in Claires Aufnahmen fliegen Farbbeutel gegen die Schaufenster. Nazis raus, wird gerufen. Was soll das? Und warum wollen so viele im Haus eine rechte, radikale Partei wählen? Auch ihr Schwarm Tom? Passt ihr das Heimatkleid, das sie trägt? Ich glaube, einfach an dem Stoff ist, dass er verschiedene Positionen zeigt. Also, dass er verschiedene Denkrichtungen zeigt und Claire als Hauptfigur denen ja auch erstmal sehr aufgeschlossen und sehr unvoreingenommen ist. Und ich glaube, das ist einfach, weil es sicherlich auch Phrasen gibt, die jeder schon mal gehört hat, vielleicht auch im Verwandtenkreis oder im Umfeld schon mal gehört hat, mit denen man sich entweder selber identifiziert oder sich dabei erwischt, dass man andere wiedererkennt. Und ich glaube nicht, dass dieses Kleid wirklich jemandem gut passt. Die kleine Spielstätte im Proberaum des Theaters in Parchim erlaubt ein sehr direktes Spiel im Sichtdialog mit dem Publikum. Und das gelingt sehr gut. Es ist nicht schwierig in dem Sinne, wenn man sein Leben lang nichts anderes gemacht hat und eine junge, hochbegabte Schauspielerin zur Verfügung hat, die also alles dankbar annimmt und dann aber auch so toll formbar ist und so ihr es dazu nimmt, gibt, dann ist es nicht schwierig, ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich eine großartige Aufgabe, dieses Stück auf die Bühne zu bringen für alle Beteiligten. Und obwohl er wusste, dass es nicht stimmte, sagte er das, als er jetzt das war. Das hat er tatsächlich gesagt. Seine eigene Version der Geschichte, die gefiel ihm besser als die Wahrheit. Das Heimatkleid wird auch an Schulen im Landkreis aufgeführt und geht damit in den direkten Dialog mit den Kindern und Jugendlichen. Als Schauspielerin ist die Herausforderung, immer an einem Ort zu spielen, wo man noch nicht war. Einfach die Gegebenheiten, ein ganz neuer Raum, der lebt und atmet irgendwie. Ich glaube, das Schöne ist aber an so einem aktiven Stück, dass die Schüler in ihrer Komfortzone bleiben. Nach der Premiere am 25. Mai ist das Heimatkleid noch bis zum 20. Juni auf der Probebühne der Kulturmühle Parchim zu sehen. Und auch dort schon für Gruppen buchbar.